Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Die Clans der Zwerge stellen den größten Teil der Krieger einer Zwergenarmee. Bevor die Clankrieger allerdings in die Schlacht marschieren können, braucht es einen Kommandanten, der sie anführt. Der Hammer fuhr auf das glühende Eisen nieder. Der Klang von Eisen, das auf Eisen traf, ging in den übrigen Geräuschen der Schmiede unter. Dutzende von Zwergen arbeiteten an ihren Werkbänken, standen an Ambossen oder betrieben die Blasebälge, die die Essen mit der nötigen Luft versorgten, um sie auf die benötigten Temperaturen zu bringen. Überall wurde gearbeitet. Die Zwerge fertigten Waffen und Rüstungen, aber auch Gegenstände des täglichen Bedarfs. Wenn es sein musste, konnten die Schmieden der Clans auch dazu dienen, Kanonen und die dazugehörige Munition herzustellen. Aber das kam nur selten vor und wenn auch nur in höchster Not. Kanonen, Kugeln, Stein- und Speerschleudern wurden in den großen Gießereien der Maschinistengilde hergestellt. Genauso wie alle anderen Maschinen, die ein Zwergenclan nicht selber herstellen konnte, wie etwa die dampfbetriebenen Wasserpumpen. Die Ausrüstung der Zwergenkrieger war Aufgabe ihres Clans und es bestand immer Bedarf an Kettenhemden, Plattenpanzern und natürlich Waffen. Die Rüstung eines Zwerges, besonders der Plattenpanzer, war auf ihren Träger angepasst und behinderte so wenig wie möglich. Kein Vergleich zu den Rüstungen, die die menschlichen Soldaten trugen. Ihre Brustpanzer waren oft billig hergestellte Massenware, eine Einheitsgröße für alle, und wem der Panzer nicht passte, der konnte entweder darauf verzichten oder musste damit leben, dass es immer irgendwo drückte. Ein Zwerg würde niemals eine Rüstung tragen, die ihm nicht wie eine zweite Haut passte. Brindal Silberaxt ließ den Hammer noch einmal auf das Metall niederfahren und schob es dann in die Esse zurück. Sie griff nach der Kette, die den großen Zweikammernblasebalg betätigte, und die Glut loderte hell auf. Nach einigen Augenblicken zog sie das Metall aus dem Feuer und legte es wieder auf den Amboss. Sie schmiedete Eisen und Stahl zusammen. Dann spaltete sie den glühenden Block, faltete ihn und erhitzte das Metall wieder. Durch dieses Vorgehen würde die Axt stark und flexibel werden. Wieder begann sie den scheinbar endlosen Prozess des Schmiedens und Faltens. Das Verfahren brauchte Zeit, aber als Zwergin hatte sie davon mehr als genug. Im Gegensatz zu einem menschlichen Schmied konnte sie sich durchaus ein paar Monate für die Fertigung einer einzelnen Waffe Zeit nehmen. Für die wahren Meisterstücke hatten Schmiede Jahre mit der Fertigstellung zugebracht. Den Titel einer Meisterschmiedin konnte Brindal zwar nicht beanspruchen, aber ihre Arbeiten waren gut und die Krieger ihres Clans, die eine Axt aus ihrer Schmiede erhalten hatten, lobten die Waffen für ihre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Sie wischte sich eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie war in letzter Zeit nicht oft dazu gekommen, in der Schmiede zu stehen. Ihre Pflichten als Tochter des Königs hielten sie oft genug davon ab. Ihr Vater bestand darauf, dass sie an den Sitzungen des Rates teilnahm und sich mit ihm um die Angelegenheit der Wehrstadt kümmerte. Sie erfüllte ihre Pflichten, weil das von ihr erwartet wurde. Trotzdem mochte sie das Geschacher der Ältesten im Rat nicht. Einige Clan-Oberhäupter versuchten aus allem ihren Vorteil für sich zu ziehen. Ihnen war oft nicht daran gelegen, dass es der ganzen Wehrstadt gut ging, sondern nur ihrem Clan. Kjaki Furgilson war einer dieser Ältesten. Ihn mochte sie am wenigsten. Egal um was es ging, war es nun die Erschließung neuer Stollen oder der Abbau eines Steinkohleflözes, Kjaki schacherte und feilschte schlimmer als ein Krämer, bis er glaubte, den größtmöglichen Vorteil errungen zu haben. Er strebte danach, dass sein Clan irgendwann die Herrschaft über Karak-Alnur erringen würde. Aber seit Brindal im Rat zugegen war, hatte sich seine Position verschlechtert. Kjakis Wuchern und Handeln wurde immer öfter mit abschätzigen Blicken bedacht und war auch nicht mehr so oft von Erfolg gekrönt wie früher. Brindal war zur Heermeisterin Karak-Alnors ernannt worden. Einen Posten, auf dem Kjaki gerne seinen Sohn gesehen hätte, hätte ihn dies doch seinem Ziel näher gebracht. Sie nahm das Metall wieder vom Amboss und schob es zurück in die Hitze der Esse. Mit dem Fauchen des Blasebalgs erwachten die Flammen zu neuem Leben. Sie schob das Metall tief in die Kohlen und achtete auf die Färbung, die es annahm. Als es die richtige Farbe hatte, nahm sie es heraus und hämmerte wieder auf das Metall ein. Als Heermeisterin war sie für Ausbildung und Organisation der Streitmacht der Wehrstadt zuständig. Die Ausrüstung brachte jeder Krieger selber mit. So war es nicht verwunderlich, dass die Krieger eher wie ein zusammengewürfelter Haufen Freischärler als ein einheitliches Heer aussahen. Die jungen Haskells wurden bereits während ihrer Berufsausbildung herangezogen und auch im Kämpfen unterrichtet. Sie waren zwar in erster Linie Handwerker, aber jeder von ihnen musste auch ein Krieger sein. So war es jeder Wehrstadt möglich, ein relativ großes Heer an Kriegern aufzustellen, wenn sich auch die Kampferfahrung einzelner Kontingente sehr stark unterscheiden konnte. Außerdem durften auch nie zu viele Krieger einberufen werden. Ihre Arbeitskraft fehlte dann an anderer Stelle. Besonders fiel dies bei den Bergwerkern auf, weil der stete Strom an Erz und Kohle erheblich kleiner wurde, wenn zu viele von ihnen in die Armee einberufen worden waren. Das gleiche galt für Schmiede und Maschinisten. Waren zu viele von ihnen im Feld, fehlten manchmal die einfachsten Dinge und es wurde schwer, den Nachschub einer Armee zu organisieren.
Deshalb war es immer ein Balanceakt, ein Zwergenheer aufzustellen. Denn neben dem geringer werdenden Zufluss an Rohstoffen verringerte sich unter Umständen auch der Strom an Nahrung, da auch die Arbeiter der Farmen einberufen wurden. Im Notfall oder während einer Belagerung konnte auch immer noch auf die Pilzfarmen zurückgegriffen werden. Auch wenn der Speiseplan dann sehr eintönig wurde, reichte es zum Überleben. Im Gegensatz zu dem, was Menschen gerne glaubten, lebten Zwerge nicht von Steinen, obwohl das Hartbrot dem manchmal sehr nahe kam. Was viel schwieriger war, war die Lage, wenn ein Herr nach Hause zurückkehrte. Denn es kehrten niemals alle Krieger nach Hause zurück. Und je größer die Verluste waren, desto größer waren die Lücken, die es später zu füllen galt. Ein weiterer Grund, warum sehr genau abgewogen werden musste, wie viele Krieger entsandt wurden. Brindal schob das Metall wieder in die Esse und erhitzte es erneut. Dann fuhr der Hammer wieder auf das glühende Metall nieder. Sie begann damit, das Axtblatt zu formen. Mit jedem Schlag nahm die neue Waffe mehr Gestalt an. Brindal versank in ihrer eigenen Welt. Das Feuer der Esse, das glühende Metall, das Geräusch des Hammers, der wieder und wieder auf das Werkstück niederfuhr. Sie wäre beinahe zusammengezuckt, als plötzlich ein Zwergenkrieger neben ihr stand. »Eril, was macht ihr hier?«, fragte sie. Eril Rognirson war Brindals Stellvertreter und einer der fähigsten Zwergenkrieger, die sie kannte. »Verzeiht, Herrin!« Eril deutete eine Verbeugung an. Brindal wollte gerade wieder anfangen, an der Axt zu arbeiten, als ihr auffiel, wie still es plötzlich um sie herum geworden war. Die Arbeit in den Schmieden war praktisch zum Erliegen gekommen und die meisten Zwerge sprachen leise miteinander. Brindal blickte Eril an. »Was gibt es, Eril?« Sie wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. »Und ihr!« rief sie den anderen zu. »Ihr habt hier nichts zu tun?« Die anderen Zwerge nahmen ihre Arbeit wieder auf, aber es wurde plötzlich sehr viel leiser gearbeitet als noch vor ein paar Augenblicken. Brindals Anwesenheit in der Schmiede war zwar selten, aber nicht ungewöhnlich. Die des zweiten Heermeisters dagegen schon. Eril war in voller Rüstung in die Schmiede gekommen. »Heermeisterin, wir werden angegriffen. Der König hat die Clans zusammengerufen und Befehl erlassen, die Krieger zu versammeln. Euer Vater lässt ausrichten, dass er auf euch wartet.« »Wie schlimm steht es?« fragte Brindal. »Die Minen wurden bereits versiegelt und Vasar Eisenbarts Eisenbrecher haben auf dem Schimmersteig eine Goblinhorde zerschlagen. Sie haben sich hinter das Bronzetor zurückgezogen. Die Batterien am Haupttor hatten den ersten Feindkontakt.« Brindal dachte kurz nach. Wenn die Minen versiegelt waren, waren die Bergwerke alle verfügbar, was die Anzahl der Krieger schlagartig erhöhte. Sie legte die angefangene Axt zur Seite und wischte sich die Hände an ihre Schürze ab. »Also gut, Eril. Die Bergwerker sollen sich zu den Sammelplätzen begeben. Sie werden sich Hauptmann Vasar und den Eisenbrechern anschließen. Wenn sich jemand noch besser im Tunnelkampf auskennt als die Eisenbrecher, dann sind sie es. Versammelt die Krieger. Alle, die nicht kämpfen können, sollen sich in die Hüttenwerke, Gießereien, Pulvermühlen und Schmieden begeben. Wir werden dort jeden Zwerg gebrauchen können. Frauen und Kinder sollen sich ebenfalls in den großen Hallen einfinden. Dort können wir sie besser verteidigen. Ist bekannt, ob die Farmen in den Tälern bereits angegriffen werden?« »Nein, Herr Meisterin, aber die Patrouillen der Grenzläufer und Steinbockreiter sind noch nicht zurückgekehrt. Wir warten noch auf ihre Berichte.« Brindal nickte. Zu dieser Jahreszeit war es höchst unwahrscheinlich, dass die Grünhäute über die Schneefelder angreifen würden. Aber bei diesen Verrückten wusste man nie. Manchmal gingen sie sehr diszipliniert vor, nur um sich im nächsten Moment in eine brüllende Horde Barbaren zu verwandeln, die kopflos auf den Feind zustürmte. »Haben die Maschinisten bereits ihre Gyrokopter ausgeschickt?« fragte sie. Eril nickte. »Ausgesandt wurden sie, aber da wussten sie noch nichts von dem Angriff. Eine der neuesten Konstruktionen der Gilde wird vermisst. Der Pilot sollte eigentlich bereits vor Stunden wieder zurück sein, aber er ist immer noch nicht wieder zurück.« Wieder nickte Brindal. Die Piloten würden nach ihrem Kameraden suchen. Das gebot allein ihre Berufsehre. Aber eine Horde Grünhäute würde ihnen auffallen. »Eril, schickt 2 Regimenter der Clankrieger in die Hochtäler. Sie sollen dort die Verteidigung verstärken. Außerdem noch eine Batterie Speerschleudern. Die können wir schneller verlegen als eine Kanonenbatterie.« »Ja, Herr Meisterin. Ich habe bereits die Speerschleudern in Marsch setzen lassen und auch eine Kanonenbatterie.« Brindal lächelte unwillkürlich. Eril war die richtige Wahl zum Stellvertreter gewesen. »Also gut.« Brindal legte die schwere Lederschürze ab und trat vom Amboss weg. »Versammeln wir die Armee!« Und damit sind wir auch am Ende dieser Geschichte aus Karak Alnor angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt. Und bis bald in meiner Schmiede.